Hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Video von mir. Mein Name ist Warren Reaper, ihr seid bei Gap to the Keyboard. Das hier ist ein weiteres Video vom Reaper Talk. Und in dieser Folge möchte ich gerne über Unsichtbarkeit reden. Zuerst einmal möchte ich mich aber dafür entschuldigen, dass die letzten paar Wochen nichts kam. Wie gesagt, ich bin ziemlich im Klausurstress und im Semesterarbeitsstress allgemein. Es ist nicht wirklich flüssig. Ich möchte allerdings jetzt über Unsichtbarkeit reden. Und zwar um die Unsichtbarkeit, die wir uns immer vorstellen, wie sie aus Videospielen, Comics, aus Filmen, Serien und so weiter kennen. Das heißt, die Unsichtbarkeit, wo man selbst alles sieht, alles um einen herum wahrnimmt, aber die anderen nehmen einen nicht wahr. Ich möchte nicht über das reden, was man als Tarnkappe bezeichnet, nämlich dass man einfach nur ein Shirt oder einen Anzug oder sonst irgendwas anzieht, auf das man das, was hinter einem ist, projiziert, sodass man mit der Umgebung verschmilzt, indem man die Umgebung, die hinter einem ist, einfach als eine Art Video live streamt auf die eigenen Klamotten. Darüber möchte ich nicht reden, weil das tatsächlich etwas ist, was technisch realisierbar ist. Ich möchte tatsächlich über diese Unsichtbarkeit reden, die man sonst in Filmen und so weiter sieht. Ist die überhaupt möglich? Kann man wirklich unsichtbar werden, sodass man selbst noch alle sieht, aber die anderen einen nicht sehen? Kurze Antwort, nein, das ist unmöglich. Was ist Unsichtbarkeit? Was ist das eigentlich? Das bedeutet, dass man den anderen nicht sieht. Ja? Also wenn zum Beispiel irgendeiner unsichtbar ist, dann kann ich ihn nicht sehen. Ich kann aber alles um den herum sehen. Das heißt, das, was hinter ihm ist, seitlich ist von dem und so weiter, es wäre so, als wäre er nicht da. Es hätte irgendeiner Photoshop genommen und den ausgeschnitten. An sich wäre Unsichtbarkeit eine coole Idee. Ja? Ich könnte zum Haus von Emma Stone fahren und ihr wisst schon, worauf das denn ausgeht. Aber es ist unmöglich. Denn wenn wir sehen, wenn wir tatsächlich unsere Augen benutzen, um zu gucken, dann sehen wir nicht. Wir sehen nicht tatsächlich das, was ist. Wir sehen einfach nur reflektiertes Licht. Das heißt, um etwas zu sehen, muss Licht von irgendwoher auf irgendeine Oberfläche prallen, von dort reflektiert werden, dann in unser Auge zurückgeschleudert werden. Als kleines Funfact kann man vielleicht an dieser Stelle erwähnen, dass es auch keine Farben gibt. Farben ist nichts, was tatsächlich von der Physik vorbestimmt ist. Nicht so, dass man sagt, das ist blau, das kann man an den Atomen sehen. Nein, jede Oberfläche hat eine gewisse Struktur und die absorbiert oder bricht das Licht anders. Die reflektiert unterschiedliche Arten des Lichtes, also unterschiedliche Anzahl des Lichtes. So erscheint zum Beispiel ein schwarzes T-Shirt als schwarz. Nicht, weil es schwarz ist, sondern weil es so eine Oberflächenbeschaffenheit hat, dass das Licht nur so reflektiert und dass das Schwarz am Ende mal rumkommt. Versteht ihr? Wir sehen einfach immer nur eine Reflexion des Lichtes. Beziehungsweise wir sehen die Oberfläche, die das Licht reflektiert, okay? Das heißt, wir sehen nicht wirklich was. Unsere Augen sind einfach nur wie eine Art Basketballkorb. Und Licht könnt ihr euch vorstellen als Basketballbälle. Und die kommen immer wieder zurück, immer wieder zurück. Und irgendwas, was halt in unser Korb reinkommt, ist in unser Auge, das sehen wir dann. Das ist dann sozusagen ein Treffer. In diesem Sinne muss man sich also überlegen, ist Unsichtbarkeit überhaupt möglich, beziehungsweise wieso ist sie eben nicht möglich? Denn wenn ich irgendwie nicht sehen würde, das heißt, wenn irgendwer unsichtbar für mich ist, dann heißt das, ich kann alles um den herum, alles was hinter dem ist, seitlich von dem und so weiter sehen. Das heißt, das Licht müsste, wenn er zum Beispiel vor einem Gebäude steht, an dem Gebäude reflektiert werden, durch ihn durchgehen und dann in mein Auge prallen. Andersrum, es könnte auch um den herum gehen, indem es eine Art coolen Knick macht. Aber darüber rede ich jetzt gar nicht, weil das sowieso Wahnsinn ist. Also, das heißt, wenn ich das Haus hinter dem sehen wollen würde, müsste das Licht durch ihn durchgehen. Wenn das Licht aber durch ihn durchgeht, dann muss er lichtdurchlässig sein, was relativ schwierig ist. Sagen wir so, ist es relativ schwierig. Und zweitens ist, er könnte nicht sehen. Denn wenn das Licht, was das Haus hinter dem reflektiert, durch ihn durchgeht, also ist das sämtliches Licht von all den Objekten um den herum, das reflektiert wird, ebenfalls durch ihn durchgeht. Und zwar so durch ihn durchgeht, dass es mit ihm nicht interagiert. Das heißt, selbst wenn er irgendwo stehen würde und er wäre tatsächlich unsichtbar, würde es tatsächlich hinkriegen, dass das Licht, das von Objekten um den herum reflektiert wird, durch ihn durchgeht, würde er ebenfalls nicht sehen. Er wäre blind, was den ganzen Sinn irgendwie besiegt, zu Emma Stones Haus zu fahren und unsichtbar zu sein. Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Dann hat man nicht, ne? Ihr versteht, da macht es keinen Sinn. Das heißt also,
Man könnte vielleicht theoretisch irgendwann mal eine Möglichkeit erfinden, wie man Licht durchlässig wird, aber das heißt dann, dass man selbst blind ist. Man würde nicht sehen. Denn das Licht, das man braucht, um das Licht zu sehen, würde auch durch die Augen einfach durchgehen. Da kann man noch so eine coole, schicke Brille anziehen. Es macht keinen Sinn. Versteht ihr? Unsichtbarkeit ist in dem Sinne unmöglich, was extrem cool ist. Ich meine, es ist extrem schade eben, weil, ne, Emma Stones Haus und so weiter, aber es ist leider unmöglich. Es wäre eine coole Idee, aber leider ist es unmöglich. Es sei denn, ihr wollt blind unsichtbar sein. Aber das macht ja keinen Sinn. In diesem Sinne, ich fand es persönlich cool. Ich finde auch die Idee, dass es tatsächlich keine Farben gibt, sondern wie gesagt, verschiedene Materialeigenschaften, die das Licht unterschiedlich reflektieren, mit unterschiedlichen Wellenlängen das Licht zurückschleudern und deswegen bei uns in den Augen, in unseren Farbstäbchen, die da hinten sind, eine gewisse Reaktion auslösen. Es gibt deswegen keine wirkliche Farbe. Deswegen kann man auch nicht sagen, es ist unmöglich, eine neue Farbe zu erfinden. Ist das schon? Es ist schon möglich, eine neue Farbe zu erfinden, nur wir würden sie nicht wahrnehmen, weil wir das Licht nur auf bestimmten Frequenzen wahrnehmen und falls man auf einer neuen Frequenz irgendwas erfinden würde, würden unsere Augen nicht verstehen, was er sieht. Steht hier, das macht keinen Sinn. Unsichtbarkeit ist deswegen leider nicht möglich, so wie wir es sehen. Leider. Schade. Wäre eine coole Idee gewesen. In diesem Sinne, Jungs, was wollt ihr als nächstes Thema hören? Worüber soll ich im nächsten Thema reden? Schreibt eure Vorschläge in die Kommentare. Ansonsten würde ich noch einen interessanten Vorschlag machen, nämlich ich habe in meiner Zeit als Mathe, Physik, Englisch, Russisch, allgemein Nachhilfelehrer, habe ich extrem viele lustige Sachen erlebt und ich wollte gerne eine Geschichte, die mich inspiriert hat, erzählen. Hat, wie gesagt, im entferntesten Sinne was mit Wissenschaft zu tun, hat damit zu tun, wie ein Nachhilfeschüler, den ich betreut habe, Mathe gesehen hat. Das fand ich extrem verstörend. Vor allem die Art und Weise, wie seine Eltern Mathe gesehen haben, das fand ich traurig. Aber auch teilweise inspirierend, aber ist egal. Auf jeden Fall wollte ich gerne darüber reden, falls ihr es dann hören wollt. Falls nicht, dann eigene Vorschläge, falls doch, dann sagt Bescheid. Bis zum nächsten Mal, Jungs, und ciao, ciao.